Christian fragt PietSmiet: Welches Unternehmen würde dir gerne für immer schließen? Ach, schließen würde ich gerne gar kein Unternehmen. Ja, bin ich ganz ehrlich. Lieber umstrukturieren. Ist meiner Meinung nach viel besser, weil tendenziell werden jetzt Unternehmen genannt, wahrscheinlich auch von den anderen, die irgendwie ExxonMobil oder so irgendwas Weltzerstörerisches machen. Ja? Aber die haben auf der anderen Seite auch Milliarden US-Dollar. Das heißt, warum nicht ExxonMobil in den weltgrößten Solarenergie- oder erneuerbare Energie-Typi überführen? So, weißt du, statt zu schließen und die Ressourcen und alles verkommen zu lassen. Wäre mein Vorschlag. Gar keins. Alter, ich habe jetzt irgendwie keinen Hate gegen irgendein bestimmtes Unternehmen, Alter. Keine Ahnung. Was ist denn ein Unternehmen, was halt böse ist? Mir fällt jetzt spontan keins ein. Nee, keine Ahnung. Trollantwort GameStop, um mal alle abzufangen. Troll. Ehrliche Antwort keins, weil das Problem ist, da hängen immer so viele Arbeiter dran, also Jobs, die dann einfach von jetzt auf gleich auf der Straße stehen. Ich will überhaupt gar kein Unternehmen schließen. Egal, ob es eigentlich böse ist oder wie auch immer. Dafür kenne ich mich auch zu wenig aus. Aber meine Instinktantwort ist gar kein Unternehmen, weil ich keinen Bock habe, Leute rauszuwerfen. Also, keine Ahnung, welches Unternehmen würdet ihr gerne schließen? Ich habe mich am Wochenende noch mit meiner Frau unterhalten, weil wir jetzt ganz viel Werbung gesehen haben für Schiffsreisen. Dass man irgendwie hier eine Kreuzfahrt, da eine Kreuzfahrt jetzt machen soll, weil die halt richtig Struggle haben und die ballern jetzt richtig Werbung für alles raus. Ich finde Kreuzfahrten halt übelst unnötig, persönlich. Und ich habe es schon gemacht, was war das, 5 Tage oder 4 Tage, als ich in Amerika war. So eine kleine, und ich finde es einfach unnötig und scheiße. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und also irgendwas muss ich ja hier antworten. Ich würde da so Kreuzfahrten schließen, alles. Den gesamten Sektor. Aber so mit Fähre fahren und so, das ist ja halt schon sinnvoll.